Du weißt genau, ich werde schwach, denn du kommst aus einem Bach. Mach's mir Froggy, mach's mir Froggy, mach's mir Froggy. Was geht ab, Stefan? Ich bin's, Dani, du kennst mich bestimmt nicht. Stefans Community und ich dachten uns einfach, so am Ende des Jahres könnten wir eigentlich mal etwas Nettes tun und wir wollten dir einfach gerne mit diesem Video hier eine Freude machen und ich hoffe, dass wir das mit diesem Video hier auch erreichen werden. Die Idee war von Stefans Community und ich habe mich um den ganzen Schnitt hier gekümmert und ja, wie schon im Titel gesehen, es ist diesmal kein Prank. Es soll nämlich so eine Art Jahresrückblick sein und so Best of Stefan. Und mit diesem Video wollten wir dir einfach zeigen, wie gern wir dich haben und was wir einfach so toll an dir finden. Und nun bin ich mit meinem Teil dran. Ich wollte zuerst einfach mal Danke sagen für alles, was du für mich und für deine ganze Community getan hast. Du hast ja dieses Jahr die 100.000 Abonnenten erreicht und das ist einfach schon wow! Du hast auf jeden Fall viel mehr verdient und wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg in deinem Leben. Ich persönlich wollte mich jetzt für die ganze Unterhaltung bedanken dafür, dass man dir wirklich vertrauen kann und dass du einfach immer für einen da bist, wenn es einem schlecht geht. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch und ich bin echt froh, dich kennengelernt zu haben. Ich weiß noch, wie ich dich gefunden habe und zwar das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war das Meerjungfrauen in Real Life Video. Auf jeden Fall war das das erste Video, was ich von dir gesehen habe und dadurch bin ich sozusagen auf deinen Kanal gestoßen. Und ich dachte mir so, dieser Typ, der hat was. Und ich habe dich einfach abonniert und habe dich weiterverfolgt. Und ich habe es bis zum heutigen Tag nicht bereut. Und ich werde es auch definitiv nicht weiterhin bereuen. Jetzt aber ohne Witz, du bist wirklich ein richtig lustiger YouTuber. Wirklich, du bist einer der besten YouTuber, die ich kenne. Und da wird sich, glaube ich, auch weiterhin dran nichts ändern. Deine Videos sind top. Man sieht wirklich, dass du dir immer mit deinen Videos Mühe gibst und du hast es auf jeden Fall einfach nur mehr als verdient, wirklich erfolgreich zu werden. Ich gönne es dir wirklich von ganzem Herzen. Und da jetzt schon das Jahresende ist, wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass du all deine Ziele erreichst, die du in deinen Gedanken hast. Ich bin wirklich stolz, ein Teil deiner Community zu sein und mal sehen, was 2018 uns bringt. Ich möchte dir auf jeden Fall einfach Danke sagen dafür, dass du einfach immer für mich da warst, wenn es mir schlecht ging und du mich einfach immer aufgemuntert hast. Bitte, bitte, bitte bleib so, wie du bist, denn so lieben wir dich alle. Und ich hab dich lieb. Liebe Grüße, deine Dani aka Dani Sahne, was auch immer. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Und jetzt sehen wir die Best-of-Momente von Stefan und ein paar Worte aus seiner lieben Community, die ihm auch gerne etwas sagen möchten. Viel Spaß! Ich hab das in mir. Wolltest du noch irgendwas? Wolltest du noch was sagen? Nein, danke. Ich hab euch lieb. Was? Das wird der Hit. Scheiße, ich hab was in der Nase, Alter. Ja, guck mal. Ja, ja, ja. Also, wie ich auf Stefans Videos gekommen bin, und zwar habe ich am Anfang nur seinen Bruder geguckt. Was heißt am Anfang? Ist schon eine Weile her. Und dann kam am Ende des Videos so eine Beschreibung zu Stefans Kanal und da habe ich einfach mal drauf gedrückt und ja, dann habe ich mir ein paar Videos von ihm angesehen und ich fand die ziemlich gut gemacht. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann die Glocke aktiviert und habe immer wieder seine Videos gesehen, einfach weil ich ihn von Anfang an sympathisch fand, einfach wie er die Videos macht. Man merkt von Anfang an, dass er sich wirklich sehr viel Mühe dafür gibt. Er kann echt wirklich sehr stolz auf sich sein, dass er mit YouTube angefangen hat, weil er das wirklich richtig gut macht. Ich bedanke mich einfach nur
dafür, dass du YouTuber geworden bist, weil du das wirklich mega gut machst. Und ich finde deine Videos einfach mega nice. Dann weiß ich natürlich, wo das hingehört, ne? Ach so, das ist ein Heißluftballon. Was geht? Sondern auch eine extrem coole Deko. Sorry, Kinder, dass ich euch das antue. Sorry. Siehst aus wie der von Star Trek, ey. Das war bald Weihnachten. Hi. Als erstes, danke, dass du immer für deine Community da bist und dass du stehst, was du machst und es nicht hinterfragst. Außerdem danke ich dir, dass du mich immer inspirierst und motivierst und ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das so sieht. Du bringst mir immer gute Laune ein, egal ob mit deinem Video oder auf Insta ein Post. Ich muss einfach immer lachen. Wenn ich zum Beispiel deine Videos anschaue, werde ich automatisch glücklicher und dafür danke ich dir. Außerdem danke ich dir, dass du mir immer ein Lächeln aufs Gesicht zauberst und einfach immer da bist, wenn was schlecht ist, auch wenn du es nicht machst, weil du weißt, dass es jemandem schlecht geht, sondern unabsichtlich. Ich finde, du bist richtig krass sympathisch und ich finde, deine Videos sind einfach richtig gut und ich feiere die. Am meisten danke ich dir dafür, dass du mir immer einen besseren Tag bescherst und mich immer glücklicher machst, als ich schon sonst bin. Außerdem muss ich dir danken, oder darf ich dir danken, dass du mich dazu inspiriert hast, zu zeichnen. Und mittlerweile mache ich das auch richtig gerne und ich zeichne auch richtig oft. Am allermeisten muss ich dir dafür danken, dass du mir gezeigt hast, dass man so sein sollte, wie man ist und sich nicht zu verändern braucht für andere Menschen. Jetzt mach! Das ist ja das Dümmste, das gab es bestimmt noch nie auf YouTube. Sind da Probe drin? Dann darfst du die behalten. Alter, danach sind wir sowas von geleckt. Also wie geleckt, so sagen wir. Gezupft. Glatt wie ein Aal. Oh, ich fang an zu schnuddern. Bei 100.000 Likes verlose ich meine Popel. Boah, scheiße, das geht ja nicht, hält gar nicht dicht. Gestoßen. Ich bin Michelle, also ich bin ein aktiver Fan von dir und ich schaue mir einfach jeden Tag deine Videos an. Ich liebe deine Videos so sehr, sie sind so unterhaltsam und ich mag einfach deine Art, ich mag dein Aussehen, ich mag einfach deine Videoideen und ich kann fast gar nichts dazu sagen, aber eins wollte ich dir noch sagen, also es ist ja vieles eigentlich noch. Du bist mein größtes Idol. Also, ich mag keinen YouTuber lieber wie dich. Also, du bist mir so sehr ans Herz gewachsen, als ich ein Video von dir angeschaut habe, musste ich dich gleich abonnieren, weil ich einfach deine Videos so unterhaltsam finde. Ich könnte gar nicht genug von deinen Videos kriegen. Und ich mag das halt so gerne, wenn YouTuber so Späße manchmal machen und da bist du eben dabei, also du bist einfach mein Lieblings-YouTuber, du bist mein größter Schatz, hab dich lieb. Da vorne. Wow. Shit. Ich hab meinen Bambus verloren. Ja, mein Bambus. Ja. Dos. Tres. Wollen wir Spanisch. Oh mein Gott, look at this deck. Amazing. Here, look at this castle. Oh my God, you can eat this. Do you have ants in your mouth? Onion, I'm in love with you. I love you so much. So offensive for YouTube boy.
Was geht ab, Stefan? Hallöchen, ich reihe mich hier mal mit hinten ein in der Reihe und wir möchten dir alle danken, dass du uns immer so wunderbar mit deinen Videos unterhältst, mit den chaotischen Videos, mit den Lifehacks und mit den Reaktionsvideos. Ich mag die persönlich am liebsten, aber ich mag alles. Also von daher weiter so auf die nächsten 100.000. Und hier noch eine kleine Geschichte von mir, wie ich deinen Kanal gefunden habe. Das ist vor, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Monaten gewesen. Es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und ja, ich war auf YouTube unterwegs und da stand halt an der Seite irgendwie sowas wie: Boah, der Typ hat das und das gemacht und warum macht er das? Und hat dir schon mal jemand erzählt, dass das Clickbait ist? Aber egal, es funktioniert. Also, weiter so. Liebe Grüße und tschüss. Wow. Shit! Ja? Hui! Ah. I'm alive! I'm alive! Alles klar! War gut? Das war überhaupt nicht schmerzhaft. Hey, what's black? Das ist kalt. Wie kann man nur essen? Amazing. Oh mein Gott, Stefan, du bist ein Genie. Ja. Aber okay, dann mache ich das. Bist du schwul? Quack. Abonniert seinen Kanal. Und smasht meinen Kanal kaputt. Und schaut bloß nicht bei mir vorbei. Und smasht Sammy kaputt.